Du, das ist so irre. Wenn wir erstmal fertig sind mit der Inneneinrichtung, dann gibt's in ganz New York keinen Laden, der stylischer ist als unserer. Mhm. Und die Beleuchtung erst. Philipp will im ganzen Frontbereich nur mit indirektem Licht arbeiten. Weißt du, dann kriegt das so einen persönlicheren Touch. Dann hast du nie das Gefühl, dass du in einem Laden bist, sondern mehr wie so ein begehbarer Kleiderschrank. Ach, und hier könnten wir doch noch eine Bar machen. Dann kannst du Leute wegfegen. Ihre Kollektion. Provokant, schrill, jungfräulich und gewagt. Sie wollen Ihren Brüdern zeigen, dass Sie es schaffen können? Dann tun Sie es, aber hier. Rebecca? Was wäre dann Ihr Arbeitsplatz? Sehr originell. Ja, das ist hier so. Ich freue mich. Wo sind deine Entwürfe? Die Entwürfe, die. So geht das nicht. Ich sage etwas und du machst es sofort. Also, zeig mir, was du kannst. Zack, zack. Hast du schon eine Idee für die Kollektion? Entschuldigung, ich habe dich gefragt, ob du schläfst. Erstens, niemand spricht mich unaufgefordert an. Zweitens, ich duze euch, ihr siezt mich. Ich bin dein Art Director und ich. Von mir aus kannst du die Königin von Saba sein. Ich lasse mich nur von Kollegen duzen, mit denen ich in der Kiste gewesen bin. Entweder du lässt die Hosen runter oder ich bin Mr. Wood für dich. Reizvolles Angebot, aber ich denke, wir sollten uns vielleicht lieber auf die Arbeit konzentrieren. Ihr habt hier nur Teebeutel? So kann ich nicht arbeiten. Kim, was gibt's? Hey, er hat gesagt, ich soll Entwürfe vorlegen? Hat wer gesagt? Damien Kotzbrockenwut. Okay, Kim, ganz ruhig, ja? Aber warum hast du mich nie entwerfen lassen? Weil du nie gesagt hast, dass du das willst. Ist das normal, dass Designassistentinnen entwerfen? Ja, weil die meisten danach auch Designer werden wollen. Gerüchten nach ist es bei Wood sogar so, dass die Assistenten den ganzen Job von ihm machen. Was? Was mache ich denn jetzt? Der sticht mich mit seiner Schneiderschere. Du bekommst das schon hin, Kim. Tschüss. LCL steht kurz vor dem Abgrund. Wir brauchen was Innovatives, nicht schon wieder die 90er. Warum sind die 90s wieder hip? Weil meine Kollektion sie hip gemacht haben. LCL steht am Abgrund. Dafür habt ihr jetzt mich. Mit dir sind wir einen großen Schritt weiter. Und? Was hat sie gesagt? Dass Wood eine arrogante Diva ist und dass es die Hölle wird, mit ihm zu arbeiten. Also das, was du von Anfang an gesagt hast. Du machst dir Sorgen um dein altes Team, oder? Es ist nie leicht, loszulassen. Habe ich dir bereits gezeigt. Drei krickelkrakel Bilder sind keine Kollektion. In 6 Wochen muss LCL wie Phoenix aus der Asche auferstehen, sonst. Du willst eine Show, die alles toppt? Davon rede ich die ganze Zeit. Dann sorg dafür, dass mein Name überall fett gedruckt ist. Show und Kollektion müssen wir aus einem Guss sein. Wir haben aber keine Zeit, sonst. Ich gebe dir meine Entwürfe, wenn sie fertig sind, dann weißt du, wie deine kleine Show aussehen muss. Ich wusste jetzt nicht, was Sie wollen, deswegen dachte ich, so ein kurzes Schwarze. Deutscher Humor, ja? Wo ist der richtige Entwurf? Arbeitet hier nur untalentiertes Mittelmaß? Entschuldigung, Rebecca von Lanschen hat mich werfen lassen. Was muss ich tun, um eine richtige Assistentin zu bekommen? Dafür bitte hinten anstellen. Der hat mich mit seinen Wünschen für sein Hotel schon in den Wahnsinn getrieben. Die Schmalzlocke geht mir dermaßen auf den Sack. Marlene, bitte sag mir, dass du gute Nachrichten für mich hast. Kommt deine Freundin zurück?
Rebecca? Warum? Nein. Verdammt. Dabei, als ich ihr von meinem Konzept erzählt habe, wir waren doch genau auf einer Wellenlänge. Ich meine, das bilde ich mir doch nicht ein. Gibt es irgendwelche Probleme? Nein, warum? Hi. Ah, hey. Sicher nicht? Was? Nein, wieso? Nur weil ich gerade mit Tora Hellström geredet habe. Ja? Auch wenn der Typ ein ziemlich ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat, aber wie kommt er plötzlich auf die Idee, dass du zurück zu LCL willst? Du, keine Ahnung. Ich habe Nein gesagt. Der war ganz überrascht, dass ich das nicht bestätigen konnte, weil du ja so begeistert von seiner Konzeption bist und er von deinen Ideen. Und Marlene, wie sieht's aus? Mojito oder was zu trinken? Rebecca, ich will nur wissen, ob sich an unseren Plänen irgendwas geändert hat. Nein. Ich weiß ganz genau, wie gern du weiter für LCL gearbeitet hättest, nur eben unter anderen Umständen. Und wenn du jetzt plötzlich wieder Feuer gefangen hast, dann möchte ich das wissen. Marlene, ich habe dir doch versprochen, dass wir nach New York gehen und... Moment. Lass uns ganz kurz eine Sache klarstellen. Du hast es mir versprochen? Du hast entschieden, dass wir beide nach New York gehen, ohne mich vorher zu fragen. So habe ich das jetzt nicht gemeint. Du hast mich überredet. Ich wollte erst doch gar nicht wegen meiner Familie, aber jetzt, weißt du, jetzt freue ich mich darauf. Weil ich daran glaube, an uns und an unser gemeinsames Projekt. Ja, das werden wir auch durchziehen. Nein, so bestimmt nicht. Du überlegst jetzt, was du willst. Und wenn und nur, wenn du dir ganz sicher bist, dass du nicht doch lieber hier bleiben willst, dann können wir wieder über New York reden. Und? Sicher, dass es keine Probleme gibt? Eine Marke, ein Statement, eine Kollektion. Wir wollen auffallen. Es gibt kein Bier. Oh doch, das gibt es. Sie sind kurz davor, ja zu sagen. Du überlegst jetzt, was du willst. Und wenn und nur. Wenn du dir ganz sicher bist, dass du nicht doch lieber hier bleiben willst, dann können wir wieder über New York reden. Es ist doch ganz einfach. Ich bin der Chefdesigner. Ich sage, wo es lang geht. Du sorgst nur dafür, dass alles umgesetzt wird. Wir reden später weiter. Was kommt jetzt? Ein Putschversuch? Rebecca möchte Ihnen ein Angebot machen. Ich komme zurück, aber nur unter meinen Bedingungen. Und die wären? Ab sofort läuft jedes Design von mir unter meinem Namen. LCL bei Rebecca von Lahnstein. Neben Rebeccas Vision für die Firma ist der Name von Lahnstein unser größtes Pfund. Damit muss man natürlich wuchern. Ich will außerdem personalisierte Kampagnen und regelmäßige Pressebriefings. Einverstanden. Und ich möchte kreative Freiheit für Tore und für mich. Ach, man duzt sich bereits. Was soll ich sagen? Talent erkennt sich eben. Keiner von der Geschäftsführung quatscht uns da irgendwo rein. Also darüber reden wir nochmal. Nein, reden reicht mir nicht. Ich möchte das vertraglich festgehalten haben. Okay, gut. Noch was? Ich werde nicht mit Damien Wood arbeiten. Wenn ich zurückkomme, dann als alleinige Chefdesignerin. Du weißt, dass das nicht geht. Da müssen wir einfach einen Kompromiss finden. Und du weißt, dass ich das Talent und das Können habe. Und ich werde keinen abgehalfterten Designer unter oder über mir akzeptieren. Ist das jetzt mal angekommen? Wir können Wood nicht feuern, selbst wenn wir wollten. Gut. Dann muss er eben unter mir arbeiten. Ja, super Idee. Schön. Dann sind wir uns ja einig. Ja, du musst das verstehen. Nein, das Schöne ist, ich muss gar nichts. Du kannst dich doch irgendwie mit diesem Wood arrangieren. Wenn du willst, dass ich zurückkomme, dann stellt sich eher die Frage, ob er sich mit mir arrangieren kann und nicht umgekehrt. Rebecca! Sie können sie doch nicht einfach so gehen lassen. Was schlagen Sie denn vor? Boot im Rhein versenken? Ja, von mir aus gerne. Wenn der bleibt, können Sie LCL gleich mit versenken. Also ihr Kreativen geht mir langsam wirklich auf den Sack. Einer selbstverliebter als der andere. Seit Sie hier aufgetaucht sind, spielen Sie in den großen Highland. Wie wär's, wenn Sie Ihren Worten mal Taten folgen lassen, Hellström? Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Sie verstehen nicht mal den Zusammenhang. Und trotzdem entscheiden Sie, wer hier in der Kreativabteilung ist. Richtig. Ich entscheide.
Dabei haben Sie keine Ahnung, sonst hätten Sie Damon Wood niemals geholt. Sie riskieren ja gerade Ihren Job. Wissen Sie was? Entweder holen Sie Rebecca jetzt zurück oder ich gehe freiwillig. Sie haben meine Schwester gehört. Sie weigert sich, mit ihm zu arbeiten. Ja, weil sie weiß, worauf es ankommt. Ja, vergessen Sie es. Herr von Lahnstein? Was immer es ist, es kann warten. Es sei denn, Sie haben eine Idee, wie wir diesen Wood loswerden. Ehrlich zu sein, genau darum bin ich hier. Hey, warte mal. Danke für deine Rückendeckung eben. Deine Forderungen waren auf den Punkt richtig. Ja, bloß, dass sie nicht erfüllt werden. Ich hätte sehr gerne mit dir LCL aus den Angeln gehoben. Und ich hoffe, dass wir irgendwann noch zusammenarbeiten werden. Frag mich nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir das noch tun werden. Gut, dann nehme ich das jetzt mal als Versprechen. Bist du sicher? Ja. LCL ist für mich gestorben. Warum tun mir meine Brüder das an? Warum trauen die mir nichts zu? New York, wir kommen. Becky, wir haben Neuigkeiten für dich. Ist mir scheißegal, verpisst euch. Wir haben Damon Wood gefeuert. Genau, wie du es wolltest. Okay. Ich weiß, wir haben uns benommen wie die letzten Arschlöcher. Okay, er ist vielleicht immer eins. Was ist? Bist du wieder an Bord? Und ihr akzeptiert alle meine Bedingungen? Dein Name auf allen Designs? Du bist die alleinige Chefdesignerin. Und wenn das Controlling nicht meckert, hast du volle künstlerische Freiheit. Ist es das, was du wirklich willst? Entschuldige, ich dachte einfach, es ist okay. Dann bleiben wir hier. Ist das wirklich okay? Ich liebe dich. Ja, auf geht's. Wir müssen eine Firma retten. Hey! Lächerlich. So ein Aufstand wegen der paar Peanuts. Ich finde es total schade, dass sie gehen. Ich hätte so gern noch enger mit ihnen zusammen. Habe ich dich um deine Meinung gebeten? Danke für die Zusammenarbeit. Wir sehen uns auf den Fashion Days. Ja, ich freue mich schon drauf. Willkommen zurück. Danke, Kim. Schön, wieder hier zu sein. Auf gute Zusammenarbeit. Ging schneller als erwartet. Also mir war das ja von vornherein klar. Und wir haben endlich kreative Freiheit, ohne dass uns jemand dazwischen quatscht. Also das hier ist der Hammer. Rough und edgy, rau und geerdet. Und trotzdem ist der Entwurf zeitlos und elegant. Wie wir gesagt haben, keine Kompromisse mehr. Ich habe noch mal drüber nachgedacht, dass Mode ein Statement sein muss. Und ich hatte eine Idee für die Show. Die vier Elemente? Feuer, Wasser, Luft und Erde. Das perfekte Symbol für die Kraft der Leidenschaft. Ich will außerdem Laufstege, die unter Wasser liegen. Ja, man müsste das so hinkriegen, dass man die Laufstege direkt unter der Oberfläche anbringt. Dann sieht das so aus, als würden die Models übers Wasser wandeln. Ja, das ist nur ein Aspekt. Liebe und Leidenschaft sind ja quasi Naturgewalten, denen sich keiner entziehen kann. Und das feiern wir mit deinen Entwürfen. Ach, ich sehe das schon vor mir. Wir werden einen Wirbelsturm auf der Bühne entfachen. Und wir brauchen natürlich echtes Feuer. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Das wird die beste Show aller Zeiten. Und keiner von meinen Brüdern kann uns irgendwie dazwischen funken.
klingt alles ganz schön teuer. Keine Sorge, jeder Cent wird für LCL ausgegeben und wir werden natürlich fleißig alle Belege sammeln. Bevor Sie irgendwelche Belege sammeln, bräuchte ich erst einmal eine detaillierte Kostenaufstellung. Warum sollten wir die ausgerichtet Ihnen geben? Weil ich die Ausgaben der Kreativabteilung kontrolliere. Schulz, Sie kontrollieren, wie viele Büroklammern jemand verbraucht. Sie sind Buchhalterin. Nicht mehr. Ich bin ab sofort Controllerin. Und ich sage Ihnen, wie viele Büroklammern Sie überhaupt verbrauchen dürfen.